Moin zusammen. Der Grigol ist wieder hier. Und wir sind wieder bei New England auf der neuen Karte. Ja, ich musste ein kleines bisschen umdisponieren. Leider Gottes. Eigentlich habe ich die Karte ja bisher mit dem Account Rootlock gespielt. Seines Zeichens gerade mal Level 12. Ja, wir wollten ja mal gucken, ob die Waffe für alle, ob die Karte für Anfänger irgendwie geeignet ist. Ist sie nicht, bin ich immer noch der Meinung. Und ich bin mit meinem Hauptaccount Grigol schon ein bisschen weiter. Deswegen weiß ich, dass die Karte nach wie vor nicht für Anfänger geeignet ist. Und ich bleibe auch bei der Meinung. Leider Gottes ist Rootlock ein bisschen weiter schon. Der hat die Ahornsirup-Geschichte schon gemacht. Dummerweise sind die Aufnahmen nichts geworden. Irgendwie ist das Aufnahmeprogramm im Startbildschirm des Spiels hängen geblieben. Ich habe also permanent aber so drei Folgen schon abgedreht und habe praktisch nur ein Hörspiel gehabt. War schön. Toll. War scheiße. Also habe ich gedacht, dann holst du dir mal eben einen zweiten Account mit raus. Den Trailer da ein. Leider Gottes ist die Aufnahme auch verhutzt. Jetzt habe ich den nächsten Account rausgeholt, nämlich Sareka. Sareka ist schon ein bisschen weiter. Ja, komm, ich bin ja, muss ja in den Codex rein. Ja. Sareka ist Level 23. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt was wird, weil sonst habe ich ein Problem. Weil dann müsste ich meinen ganz, ganz kleinen rausholen, den Toklavi, der ja gerade mal Level 3 oder Level 4 ist. Der hängt jetzt momentan auf der Hirschfelden und da läuft ja die Anfängerreihe. Wenn das nicht auch nicht klappt, dann habe ich ein Problem. Ja gut, wir schauen mal. Wir sind hier bei dem Außenposten hier und werden jetzt mal hier unten so diese Ahorn-Sirup-Geschichte latschen. Was mir besonders bei dem Account hier bei Sareka aufgefallen ist, das ist, dass die Karte eigentlich eine Schleicherkarte ist. Ihr seht es unten rechts, die Lautstärke. Der hat jetzt momentan zwei Balken, obwohl ich hier nur gehe. Ja, ich laufe nicht, ich gehe. Ich sollte eigentlich nicht so viel Lärm machen, mache aber Lärm. Ja. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich muss das irgendwann mal bei Grigol nochmal rauskriegen. Der ist ja voll ausgelevelt. Der Sareka ist es nicht. Redondal ist es nicht. Und Rootlock ist es richtig. Aber wir scheinen hier sehr viel Lärm zu machen. Und das verwundert dann auch nicht, dass ständig uns Tiere anrufen und sagen, also Warncalls ausrufen und uns hier permanent hören, selbst erst auf Entfernung, wo wir eigentlich denken, so weit kann der uns gar nicht hören. Doch, der kann. Ja. Selbst wenn ich in die Hocke gehe, im normalen Modus, habe ich zwei kleine Balken, zwei weiße Balken. Die sind also nicht so viel Lärm. Wenn ich jetzt hier einen Schnellmodus mache, hat er drei weiße Balken. Stellenweise hat er sogar einen roten Balken. Ja. Ist natürlich klar, wenn man durch das Gebüsch hier latscht, da ist natürlich, so wie jetzt gerade eben, sogar zwei weiße Balken, zwei rote Balken. Das heißt also, man muss hier weitaus mehr schleichen, um auf der Karte geräuschlos unterwegs zu sein. Ja. Das ist natürlich nicht allzu schön. Ich habe mich jetzt noch nicht mal ausgeruht. Ich habe das heute Nachmittag erst rausgekriegt, als ich mal hier die Vormission gemacht habe. Da ist es mir auf einmal aufgefallen. Ich müsste das mal auf den anderen Karten mal probieren. Mal schauen, ob das da genauso ist. Ja. Im Moment bewegen wir uns relativ geräuschlos. Aber wie gesagt,
beim normalen Gehen macht man schon zu viel Lärm. Ist ein bisschen erstaunlich nach meinem Dafürhalten. Aber das ist halt der Stand, den ich so bisher rausgefunden habe. Und auch das ist dann wiederum so ein Kritikpunkt, warum ich sage, dass die Karte eigentlich für Anfänger nicht geeignet ist. Also aus irgendeinem Grund lädt auch teilweise die Karte nicht so richtig. Guckt euch das mal an. Dieses verpixelte Steinchen da. Also ich habe mit den Einstellungen rumexperimentiert. Also teilweise kommt die Karte bei mir zumindest sehr, sehr verpixelt an. Ja, also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Teilweise kommt die Karte sehr schön rüber, aber irgendwie sind da Verpixelungen drin. Und so wie hier jetzt gerade wieder, ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, woran es liegt. Grumpfschrei, ja. Habe ich aber nicht gehört, nur gesehen. Ja, jetzt hat er uns gehört. Probieren wir es mal. Mal gucken, habe ich hier irgendwo ein Bäumchen, wo ich mich reinstellen kann, wo ich relativ gesichert bin. Sichtschutz. Naja. Nicht doll. Oh. Natürlich. Den Entfernungsmesser. Ich entschuldige mich, ich bin jetzt aus irgendeinem Grund so ein bisschen verschnupft. Ich war gestern nicht verschnupft, also heute Nachmittag nicht, aber im Moment bin ich es. Entschuldigung. Ich versuche das soweit es geht zu unterdrücken, aber nee, seht es mir bitte nahe, wenn ich ab und zu mal ein bisschen die Nase hochziehe. So, Fuchs hingegen, da habe ich jetzt ein kleines Problem. Ich habe nämlich mit einer etwas andere Waffenauswahl. Muss mal kurz gucken, 2 bis 4, Rehposten habe ich drauf. Habe ich bewusst so gemacht. Ne? Das habe ich bewusst so gemacht, um so ein bisschen Schrotpunkte zu sammeln. Das hat nämlich den Ursprung dahingehend, dass ich halt mit Grigori schon weiter bin und ich schon die Missionen teilweise mache, die dann später kommen. Und die Missionen, die dann später kommen, die sind leider Gottes ein weiteres Indiz dafür, dass das ja eine Schleicherkarte ist. Denn hier muss man ganz klipp und klar schleichen. Hier muss man pirschen. Das ist eine Pirscherkarte. Mann. Ich will das jetzt nicht schon spoilern. Nehmt es als Aussage erstmal so auf. Aber hier auf der Karte muss tatsächlich, wenn man die Mission macht, viel gepirscht werden. Also ich weiß nicht, wo der Rotfuchs ist hier. Und ob der uns eventuell gekonnt ignoriert. Und ob der vor uns quasi entlangläuft. Also von links nach rechts traversiert, aber uns eigentlich weitestgehend ignoriert. Ja. Oh, entschuldigt bitte, meine Nase ist eine Katastrophe heute. Ja, also ich habe also die 223er Dozent hier komplett und auch bewusst weggelassen, die ich bei Rotlock habe. Ja. Jetzt nehmen wir ganz kurz hoch, in der Hoffnung, irgendwas zu sehen, aber hm.
Ich mache mal ganz kurz Mikro aus. Muss mal ganz kurz die Nase ein bisschen hochziehen. Der hat uns komplett ignoriert. Dann soll es mir egal sein. Wie gesagt, warum das hier so komisch dargestellt wird, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ob die Karte vielleicht in diesem Teil unfertig ist oder ich habe das sonst bei keiner anderen Ecke hier, nur bei dieser. Und ich habe das jetzt mit mehreren Accounts jetzt hier durchgespielt. Und bei allen, soweit ich das im Kopf habe, ist das dieses komische Darstellungsbild hier. Ja, schön sieht es nicht aus. Es kann natürlich auch sein, dass meine Grafikkarte schlichtweg und ergreifend an ihre Grenzen kommt. Ne, die ist 12 Jahre alt. War damals eine gute Grafikkarte, aber ich glaube, so langsam wird es auch mal Zeit, dass ich mal mir überlege, wann ich heute dieses Jahr mal in etwas neuere Technik investiere. Also komm, den Fuchs, den lassen wir jetzt mal außen vor. Wie gesagt, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Aber unten rechts der Balken, wie gesagt, ein bis jetzt mittlerweile zwei Balken. Klar, wir gehen einmal kurz durch Gebüsch. Das ist klar. Aber eigentlich sollte, wenn man hier über Gras läuft, es nicht so laut sein. Aber es ist laut. Und demzufolge bitte, ja, um es mal blöd zu sagen, hier ist wirklich eine Schleicherkarte. Ich bleib dabei. Das werden wir dann auch später sowieso machen müssen. Ja? Ich will nicht spoilern. Die Mission seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe vielleicht noch in dieser Folge. Aber das wird für Anfänger oder für Leute, die nicht gerne pirschen, schwierig werden, die Mission zu machen. Natürlich gibt es auch einige von euch, die halt, sagen wir mal, gewisse Herausforderungen suchen oder haben möchten. Ja. Auf dieser Karte, wenn man die Mission machen möchte, dann muss man pirschen. Man muss pirschen. Punkt aus. Pirschen bedeutet, in die Hocke gehen, schleichen. Tiere beobachten, nicht sofort auf 300 Metern auf einen Maiswedel hier schießen, sondern heranschleichen. Ja. In die Hocke gehen oder in den Kriechmodus. Ran an den Feind. Langsam. Ruhe bewahren. Ja. Möglichst nah ran. Feststellen und hoffen und beten, dass uns das Tier nicht bemerkt. Und dann zielgerichtet einen Schuss abgeben. Mit der richtigen Position. Aber ihr werdet das nachher sehen. Das wären keine schönen Aufgaben, das sage ich auch gleich. Es wird nicht mehr für mich mit Level 60, mit einem voll ausgelevelten Spiel, wird das einfach werden. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Jetzt erstmal wollen wir mal gucken, dass wir mal hier zum Ahornsirup hinkommen, dass wir das endlich mal abschließen. Das geht mir sowas von auf den Zwirn, dass ich jetzt mit dem vierten Account das Ganze hier machen soll. Ja. Ich meine, ich habe zwar wahrscheinlich noch irgendwo in der Hinterhand noch einen fünften Account, aber... Und damit meine ich jetzt nicht Tokabri, den Kleinen, der auf den Schwerten begeistert, sondern ich meine wirklich einen noch weiteren fünften. Ich habe jetzt aber gerade die Zugangsdaten nicht mehr.
So, wollen wir mal gucken, ob wir denn eigentlich eine Truthahn haben. Habe ich? Truthahn-Krähen-Lockpfeife. Das sind weibliche Tiere. Nein, männlich. 123 Meter. Die da komischerweise jetzt auf diesen Krähenlockruf relativ deutlich reagieren. Das sind Lockrufe eigentlich der Weibchen. Das sind also jetzt keine... Ja, komischweise, dass das hier ein Männchen sein soll. So wie er da steht, kann ich ihn nicht bejagen. Natürlich hat auch wieder der Wind gewechselt. Ja. Wir müssen auch jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder in den Wind reinkommen, weil der Geruchsreduzierer sagt, macht genau das, was er sagt, nämlich das den Geruch reduzieren, aber nicht komplett verdecken. So. Ja, von uns zu Truthahn, wo bist denn du jetzt gerade? Ich hoffe mal, dass der nicht weggeflogen ist. Nein. Der ist noch da. Aber wo? Immer noch 84 Meter. Da brauche ich aber mit der Schrotflinte nicht drauf zu gehen. Übrigens, Schrotflinte. Ne? Was habe ich da für eine Munition drauf, die verkehrt war? Also. Ich glaube, dass das Viech mal ein bisschen zu mir kommt, aber irgendwie will es das anscheinend nicht. Wir kriechen mal bis zu dem Baum da vorne vor. Ich höre zwar den Call, aber das Tier sehe ich nicht. Ja, und das habe ich befürchtet. Das habe ich ja befürchtet, dass das Viech uns trotzdem irgendwie bemerkt. Ne? Er ist wachsam. So,
Mein liebes Problem ist an der ganzen Geschichte, ich kann zwar auch versuchen, auf 86 Meter zu schießen. Problem ist nur, ich habe kein Visier. Da. Soll ich? Da müssen wir doch nicht mal dazu sagen, oder? Ich sehe zwar den Burschen. Den habe ich garantiert nicht getroffen. Ist der jetzt gerade da vorne gelandet? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist der gerade... Hier läuft das nach rechts weg. Ha! Okay. Gut. Alright. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den doch irgendwie getroffen haben. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich den mit dem ersten oder mit dem dritten Schuss getroffen habe. Weil es mir auch so ziemlich latte. Oh Gott. Ja, komm. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Die Einsatiere, die haben eine schöne, großzügige Hitbox. Sobald diese Hitbox getroffen ist, ist es dabei völlig egal, ob das mit Organ treffen. Sobald diese Hitbox getroffen ist, zählt das als Treffer. Ja, es muss, wie gesagt, kein Organ getroffen werden, es ist reicht die Hitbox. Die Hitbox ist also so ein Kasten, die quasi um das Tier rum ist. Sobald da getroffen wird, ist das Ding was. Oh, 0,1 Punkte unterhalb von Diamant. Ui. Ui. 4,62 wäre Diamant und 4,52 haben wir. Und dabei habe die Verwertungsprüfung sogar vollständig bestanden. Ja. Dann bewahren wir den nochmal auf. Ja, wie gesagt, ne? Also ein mehr als glücklicher Treffer. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, also im Normalfall hätte das nicht hätte treffen können sollen. Oder so. Ja, ich glaube die Stelle, das ist eine Stelle, die ich schon mit Grigol besucht habe. Das ist eine sehr schöne Stelle. Ich glaube, da oben, ja, ganz genau, da ist ein Hochsitz. Den werde ich mir jetzt auch aufbauen, weil genug Geld dafür habe ich. Das ist so eine von diesen Jagdgelegenheiten oder Jagdplätzen, sag ich mal so rum, die man im Laufe der Mission so kriegt. Und die werdet ihr häufig hier finden. Also relativ viel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, schöner Platz, gefällt mir unheimlich gut, also rein optisch jetzt. Das ist ja nicht von den Jagdgelegenheiten her, ich glaube, so viel habe ich hier noch gar nicht gejagt. Aber wo ich sage, ja, hier in Hochsitz und da hinten, da in die Ecke. Ne? So dass man beide Seiten von dem Fluss hier so ein bisschen abdeckt. Das ist... Das könnt ihr mir vorstellen. Ein paar Elche hatte ich, glaube ich, ja auch schon gesehen mit meinem Hauptaccount. Ein Waschbär, ein Fuchs. Den habe ich aber leider aus der Entfernung so miserabel geschossen, dass ich den nicht mehr wiedergefunden habe. Also man findet schon einiges Bild hier. Das ist eine schöne Stelle. Also schön weite Fläche, was ich ja unheimlich gerne mag. Gerade bei Hochsitzen. Ja. Ich hatte das wie die Pest, wenn man da im Spiel diesen... Bauhochsitz bekommt. Das sind ja fest vorgegebene Plätze. Und dann ist das gerade mal eine kleine Lichtung. Ja, wo man so ein bisschen was sieht. Ja, super. Ja, aber solche Plätze hier, ja, hätte dem vielleicht noch ein bisschen weiter nach links gesetzt. Aus den Hochsitz. Nicht gerade nach rechts, weil man hat jetzt hier relativ feste Sicht, also ich habe es ja lieber, wenn das Ding auf allen Seiten hin was bietet. Ja. Ja, Kojote, Brummschrei, ui, ui, ui. Okay. Interessant. Danke für die Information, dass hier ein Kojote ist. Kojoten haben wir ja auch noch.
Ja, wir haben ja immer noch die Mission, dass wir 4 Kojoten jagen sollen. Mache ich jetzt nicht. Ja. Ich habe nur noch 4 Minuten. Deswegen, ich will die Ahornsirup-Geschichte durchhaben. Ich will weiter hier mit der Mission. Deswegen, wie gesagt, also ich werde auf dieser Stelle hier noch einen Hochsitz, Dreibein hinpacken, vielleicht einen Baumsitz. Die Karte ist dafür auch relativ gut geeignet. Also die Baumsitze verteilt. Und sich quasi seine eigenen kleinen Hochsitze da basteln. Ja. Muss man sich natürlich am besten mal so ein bisschen, sollte man generell mit jeder Karte machen, so ein bisschen notieren oder Screenshots machen, wo man eigentlich die Hochsitze hingebastelt hat. Einfach aus dem folgenden Grund, ihr kennt das, jeder, der das Spiel gespielt, der kennt das. Irgendwann werden die Biber übermütig. Ja, wer nicht weiß, was damit gemeint ist, Warnruf, wir sind zu laut, ne? Der hört uns. Wir haben 2 Balken. Ja, man hört uns also hier. Die Biber werden hier übermütig. Biber heißt im Klartext, die Hochsitze, diese Dreibein-Hochsitze, auch die Baumsitze, werden ab und an, wenn sie zu lange an einem Ort gebunden sind, vom Spiel her entfernt. Ja, dann kommt diese komische Meldung, ein Biber hat mal einen Baum gefällt, der ist auf deinen Hochsitz gefallen, der ein Hochsitz ist jetzt wieder im Inventar, im Lager. Ja. Dann sollte man natürlich am besten einen Screenshot zur Hand haben, wo man sagt, alles klar, der Hochsitz war... Oh, you're there! Great job, okay. Agent! Our teams have a nickname for that location, the Maple Spot. I realize this might be dangerous, but your next mission is to collect the maple syrup buckets. You'll spot them easily. They're metal buckets hanging on maple trees. Good luck out there! Good spot. Ja, also man sollte dann so Screenshots zur Hand haben, wo man dann sagt, okay, das ist garantiert, der ist ein Stein. Ich wollte gerade sagen, da sind wir schon zu nah dran. Der Baumsitz steht da oder stand da. Ach guck mal an, der ist das, der da auf einmal nicht mehr auftaucht. Ja, also man sollte sich so einen kleinen Katalog pro Karte dann hinlegen und sagen, okay, da ist dann halt mal wieder ein neuer Aufstellort für den Baumsitz oder Hochsitz nötig. Da gehen wir hin und stellen wir einen neuen dahin. Ist natürlich ein bisschen akribische Arbeit, aber man sollte sich das machen, wenn man dann halt öfters mit Baum und Hochsitzen arbeitet. So. Waschbär. Juckt mich jetzt aber nicht die Bohne. Wo zum Teufel sind denn jetzt hier? Ach da. Endlich, wir haben's. Thank you. Know that I appreciate your efforts. There's one last thing we need to... Sorry, I can't keep a straight face anymore. Here's the reason. We're preparing souvenirs for all participants as a thank you for all their contributions to supporting the reserve. That way, everyone goes home with a little taste of New England. That's all. If you don't mind, could you drop it off at the nearest outpost? Let me see. Okay, there's one in that valley. Just follow the river west. You would really be doing me a solid. Ach ja, genau. Einmal kurz hier über den Fluss drüber. Halt. Pause. By the way, I have another very important request for you. Hikers have reported spotting wood devils in the reserve lately. Oh, right. Which is strange, because no one in this area has seen one for years. There used to be a lot more of them in these forests, I heard.
Oh, diese Waldteufel, das ist nicht. They're quite elusive, so only an expert tracker like you might be able to spot one. If you do, make sure you take a photo. I'll need it for my next video. I count on you. Da war ich zu langsam. Da war gerade ein Fasan, verdammte Axt. Ja, diese Waldteufel, das ist eine Scheißmission. Also da habe ich ewig gebraucht. Hey, I realize I barely gave you any info on wood devils earlier. My bad. Maybe you've never heard of them, because they're endemic to New England and, well, they're almost extinct, unfortunately. They're mammals, slender build, gray fur. Thing is, they're tough to spot, even when you're close to them. They're extremely nimble, and they tend to hide behind trees when spooked. So you want to focus your search mainly in wooded areas. Hope this helps. Hat's nicht. Ich habe das in den Laubbäumen hier gesucht und oben bei den Nadelwäldern habe ich es gefunden. Ich habe da locker 5 Stunden am Stück gespielt. Hey, also 5 Stunden am Stück, bis ich den gefunden habe. Das war eine Scheißmission. Vor allen Dingen, auch das war mir so eine Sache, da musste man sich drauf anschleichen. Also es ging also gar nicht hinzurennen, dass man will. Der war so schnell verschwunden, sobald der dich am Horizont gesehen hat quasi, war der weg. Also diese Waldteufel-Geschichte, also... Ich habe ja gesagt, das ist eine Schleicherkarte. Also wenn man hier Missionen machen möchte, man muss schleichen. Ja? Wer hier jetzt so viel Lärm macht, der verschreckt leider Gottes sogar auch diese. One of many uniquely shaped granite boulders you'll find in New England. People like finding shapes in clouds. Out here, we like finding animals in geological formations. Okay. Was soll das für ein Tier sein, wenn es da so sein soll? The old toads. Weil er an eine Kröte erinnert. Naja. Wie eine Kröte. Na gut, da muss man schon viel Fantasie für haben, das als Kröte darzustellen, festzustellen. Es gibt ja wirklich Leute, was heißt, es gibt Leute, jeder kann das eigentlich. Es gibt ja die Situation, dass man öfters mal in Wolken Gegenstände oder Figuren sieht. Ne? Es gibt einen Fachausdruck dafür, ich habe die jetzt gerade nicht zur Hand. Oder was weiß ich, dass man irgendwo Gesichter sieht, wo aber gar keine sind. Ja, wo das irgendwo Linien sind, wo Augen dargestellt werden, der Mann im Mond beispielsweise, ne? Also das Mondgesicht ist ja oftmals ein Beispiel dafür. Ne? Also das gibt es durchaus, das hat jeder. Ne? Jeder sieht in Sachen Gesichter, Personen oder Gegenstände, obwohl sie gar nicht da sind. Aber die Form, die das Gehirn wahrnimmt über die Augen, sagt dem Gehirn, oh guck mal, das sieht aus wie Helmut Kohl, das sieht aus wie ein Gesicht, das sieht aus wie ein Schrank, beispielsweise. Ne? Sowas gibt es wirklich. Ja, diese Waldteufel-Geschichte, wie gesagt, das wird eine langwierige Aktion. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Und ich, ganz ehrlich, ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Ich werde die skippen. Ja, das wird die einzige Mission sein, wahrscheinlich, hier in diesen Folgen, die ich wirklich nicht machen werde. Ja, weil ich halt keinen Bock habe. Ja, es ist so frustrierend, diese Scheiße. Ich würde sie euch gerne zeigen, allein um zu euch zu zeigen, warum ich sie liebsten skippe. Aber ja, dazu muss ich sie euch zeigen. Das ist zum Kotzen ist das. Ja, ich glaube, das überlege ich mir in der nächsten Folge. Weil,
Oder bis zur nächsten Folge, weil, wie gesagt, ich habe keinen Bock, die Mission zu machen. Ich hab echt keinen Bock, diese Mission zu machen. Ganz im Ernst. Aber ich müsste sie ja eigentlich nochmal machen, aber... Das müsste ich dann aber dann zusammenschneiden, weil ich kann nicht 5 Stunden hier... also, das wären dann 10 Folgen. Und das war... Das ist, wenn du, aber auch nur, wenn das Ganze jetzt schnell ist. Ne? Ich weiß ja nicht, ob die 5 Stunden lange sind oder ob ich da mich wieder zu doof angestellt habe. Wahrscheinlich ja, weil ich ja heute so rausgefunden habe, dass man eigentlich so viel schleichen muss. Da man aber schleichen muss, ist man ja langsamer. Das könnte also dann locker wieder 5 Stunden werden. Ach, leck mich doch auf. Ich habe keinen Bock auf die Folge, auf die Mission. Ach, halt die Schnauze. Mann, ey. Naja, ist... Ich überlege mir das bis zur nächsten Folge. Ja, also seht es mir bitte nach. Interagieren da. Good. Thanks a lot. I'll have Holly pick them up when she's back from Nashua. Sorry, I don't usually ask visitors to help with regular warden tasks, but we're short staffed this week. Ja. Gut. Okay. Hier machen wir erstmal Schluss. Alright. There's one last thing that you need to know about Wood Devils. One of their main characteristics, in fact. They're utterly and totally made up. It's a small prank we like to play on newcomers. I make sure to come clean after a short while, though. Don't want to waste anyone's time. It's basically the New England version of the Sasquatch or Bigfoot. Some people claim they saw one. Especially in the 19th and 20th centuries, but there hasn't been any scientific evidence. There's always a small chance it could be an undiscovered species, but it's pretty unlikely if you ask me. Many of our visitors love local myths and folklore, and so do I. It's a great way to share cool stories about my second home. Yep. Deswegen skippe ich das Ganze. Ja. Deswegen machen wir die Mission. Hello, is this thing working? Oh, Gott. Can you hear me? Doc here. How are things, old friend? My son Trevor told you I was visiting, right? Haven't been here in years. Na gut, wir hören uns den Dialog an. Last time Trev was so proud to show me around and we found some peaceful remote spots we loved. Sorry, I don't remember where they are exactly. We took a few photos back then, and I sent them in the mail a few days ago. I think Trev left the pictures at an outpost for you, in case you'd like to check out those spots for yourself. Hier ist alles wieder gestochen scharf, ne? Also es ist wirklich nur die eine Stelle, um den einen, ja, vom Außenposten hin zu dem Ahorn-Serum. National Geographic, oder was ist das für eine Zeitung da? Für diejenigen, die es nicht wissen, National Geographic hat das auch immer so. This reserve is something else. I get why Trevor chose to settle down here. Me, Layton Lake is where I've lived my whole life, and that's where I'll finish my days, that's for sure. Not much has changed since your last visit, which is a good thing in my book. Hope's still the same, still off the grid and all. Once in a while, we have a drink or two at his camp. Yeah, wie gesagt, also... Me? Same old, same old. Layton's always keeping me busy. I gotta say, I wish every hunter was more like you. Oh, yeah. Let's get this. Feels like all I do is go through the basics with rookies. It's vital that if you injure an animal, you find it and do not allow it to suffer. Yep. Merkt euch das. I feel like a broken record sometimes. I'm sure even Trev heard me say that over and over. I wanted to fax you the pictures, but, you know, they don't use those anymore. It's a shame. Well, wir benutzen das bei der Arbeit. You know, fax machines are a lot more reliable than all the new devices that young people use these days. Even if the power goes off, the recipient will always receive their copy, smudges included. Oh, hey, Trev. How's it going, son? I was just telling our friend about the pictures of our favorite spots. Mm-hmm.
I'll need to see those photos too. I didn't have the beard then, but you had the handlebar stash, of course. Das geht gleich noch weiter, eigentlich. I hope you can make time to go hunting with your old man. What do you think? Sure, of course. It's a very busy time with the video, the reserve, and home stuff too, but I'll make time. Good. You know, I know how it is, so don't worry about me if it doesn't work out. Scheint ein komisches Völkchen zu sein. New England has a fascinating history. Hunting was very different in the early 19th century, too. Back then, they had to hunt to feed their families. Yeah, people would hunt with muzzle loaders or bows. I have an idea. Maybe we should try that out if you're up for it. Hunting like in the olden days. Oh, nee. Jetzt wisst ihr auch, warum beim Bau mit der Karte ein Vorderlader eingeführt worden ist. Ja. Kommt da jetzt noch was? Da müsst ihr jetzt eigentlich noch kommen, wo diese Fotos zu finden sind. Ah ne, das gab schon. Das ist schon irgendwo 1,9 Kilometer entfernt. Gut, ich hoffe mal, das war es jetzt mit dem Dialog. Ich finde es schon ein bisschen komisch, dass die ihre Jagdabsprachen über Funk machen, wo ein Dritter zuhört. Also wenn mein Vater zu mir gekommen wäre, hätte er gesagt, Sohnemann, ich möchte mit dir jagen gehen. Der wäre zu mir nach Hause gekommen, hätte mich an der Tür abgeholt, hätte gesagt, Sohnemann, ich möchte mit dir jagen gehen. Aber Doc und Trevor, die machen das Ganze hier per Funk mit dem Dritten. Naja, komische Familie. Was soll's. Bin gespannt, ob wir die Mutter auch irgendwann mal kennenlernen. Egal, so, das war's jetzt für diese Folge. Also das mit dem Waldteufel, das lassen wir. Ja, das war klar, dass das ein Scherz war. Stattdessen werden wir gucken, was wir da an andere Missionen machen. Das heißt, wir gehen jetzt, also in der nächsten Folge, hier jetzt zu dem nächsten Außenposten hin. Das ist da. Ja, also hier so schön entlang. Oder ja, quer durch, weiß ich noch nicht. Und gehen dann zu dem Außenposten hier und werden uns dort dann halt diese Fotos angucken. Und da werden wir dann gucken müssen, wo das ist und wahrscheinlich diese ganzen Orte auch aufsuchen müssen. Kennt ja diese Mission, das ist ja üblich so. Ja? Und ja, wir schauen mal. Lass kurz gucken, ist der Außenposten die anders aufgebaut? Tatsächlich. Aha, das ist ein anderer Außenposten als sonst. Das ist ja interessant, die Dinge sind also nicht standardisiert. Hey, cool. Stimmt, bei dem anderen stand hier ein Tisch. Ja, auch so ein nettes Detail, ne? Jeder Außenposten sieht anders aus. Cool. Ja, gut. Ja, wir haben jetzt deutlich überzogen, aber ich wollte den Dialog nur mitnehmen, weil er blödsinnig nicht, den wir nächsten Mal wieder versuchen, den einzufangen. Das geht ja auch gar nicht. In dem Sinne, mein Lieben, ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Und dann gucken wir mal, dass wir dann ein bisschen weiterkommen hier in New England. Ne? Alles klar, wünsche euch was. Macht's gut, haut rein. Euer Grigul.